In klassischen Noir-Filmen und Romanen bedeutet ein gelöster Fall niemals ein Happy End. Beim Detektiv bleibt immer ein bitterer Nachgeschmack zurück. Dieses Gefühl, dass alles besser war, bevor er den Fall übernahm. Dass er als Person besser war. Los! Spucken Sie's aus! Ich weiß nicht warum, aber manchmal steckte ich viel zu tief in meiner eigenen Rolle fest. Was wollen Sie von mir? Ich sagte Stone, was ich wusste. Dass er Yale würde gewinnen lassen. Dass O'Leary sonst Helen Moores Karriere zerstören würde. Und dass Moore ohnehin geliefert sei. Spätestens wenn Amerika herausfinden würde, dass sein Liebling unter Drogen stand. Ich glaube Ihnen kein Wort. Unmöglich. Wer schickt Sie? Heute? Keiner. Und was wäre, wenn ich Ihnen glauben würde? Was würde das ändern? Wenn ich das nicht für Sie tue... Wie könnte ich ihr dann je wieder in die Augen sehen? Wie könnten wir da noch zusammenbleiben? Glauben Sie etwa, dass Sie zusammenbleiben, wenn Sie Ihren Titel verlieren und Sie des Dopings bezichtigt wird? Immerhin werde ich dann wissen, dass ich's versucht habe. Dieser Drogenskandal wird schon bald die gesamte Welt des Sports erschüttern. Irgendwann wird sich die Polizei einschalten müssen. Wenn sie Yale gewinnen lassen und die das mit O'Leary herausfinden, dann könnte sogar ihre Freiheit auf dem Spiel stehen. Ist nicht das Kostbarste, was ich verlieren könnte. Sie haben die Wahl. Aber Sie können mir glauben, Ihr Manager ist ein Mörder. Lassen Sie den so weit wie nur irgend möglich hinter sich. Hey, Blackset! Ich denk drüber nach. Hab jetzt extra nicht gegen seinen Ruf appelliert, weil normalerweise schätze ich ihn so ein... Ich halte ihn für ein bisschen dümmlich, den Elstone. Aber das mit dem Ruf wird er ja wohl wissen. Na gut. So, mal gucken, was jetzt noch kommt. Bin echt mal gespannt. Dunn wusste, dass Mitchell ihm Drogen verabreichte, wie Yale bestätigte. Darum stritten sie am Abend seines Todes. Ha. Ich war damals sogar sauber, hatte das Zeug seit Tagen nicht genommen. Ich wollte nicht so werden, ich wollte Joe folgen. Doch er hatte alles herausgefunden. Er glaubte mir nicht, als ich ihm sagte, ich hätte mit all dem nichts zu tun. Aber sie haben sie wiedergenommen. Nur nach seinem Tod, um mit dieser Sache fertig zu werden. Doch durch die Drogen bekamen sie eine Panikattacke. Ja, aber seitdem bin ich sauber. Mitchell hat ihnen die Pillen gegeben, als er sie im Krankenhaus besuchte. Was ihre wundersame Heilung erklären dürfte. Haben sie vor, dir auch vor ihrem Kampf zu nehmen? Tun sie es nicht, Bobby. Irgendjemand muss den Boxclub retten. Das schulde ich Joe. Und Sonja. Und meiner Tante Mary.
Ihr Vater hätte so etwas niemals getan. Was? Ich erzählte Yale alles, was ich über den Tod seines Vaters wusste. Keine Ahnung, wie er es aufnahm. Und ich sehe auch keinen Zusammenhang mit dem rätselhaften Ertrinken Desmond O'Learys. Was? Der einige Wochen später tot im Hudson River auftauchte, gleich neben Pier 27. Krass. Privatdetektiv stört Polizeieinsatz gegen Drogen. Stone und Yale konnten mir meine Verbitterung nicht nehmen. Ich brauchte einen Freund. Er war außer sich, weil ich ihm den Tipp nicht gegeben hatte. Doch mit einem Milchshake konnte ich ihn beruhigen. Nach diesem perfekten Sturm aus Korruption und Mord konnte mich nur Freundschaft wieder mit der Welt versöhnen. Nur so würde ich meinen Glauben an die Menschheit wiedererlangen. Nur das würde meine Seele wieder reinwaschen. Nur das. Und Geld. In einem normalen Noir-Roman würden Yale und Stone dafür bestraft werden, dass sie die Regel gebrochen hatten. Sonja, dem Opfer, würde Gerechtigkeit widerfahren. Doch dies hier war ja die reale Welt. Als der Detektiv, der den Fall gelöst hatte, musste ich mir nur meinen Scheck abholen und mich wieder auf den Weg machen. Sehr erfreut, Mr. Blacksad. Mr. Thorpe ist unterwegs. Mhm. Möchten Sie nicht Platz nehmen, während Sie warten? Hat er Ihnen gesagt, warum er später kommt? Er ist gleich da. Bitte, nehmen Sie Platz. Ja, von O'Leary kriegen wir ja schon mal kein Geld mehr für die Wette. Egal, wie der Kampf sogar geendet. Jetzt endet tatsächlich. Krass. Kann ich hier irgendwas machen? Oh, tatsächlich. Als ich das letzte Mal einen Wolkenkratzer hochgeklettert bin, hatte ich etwas vollkommen anderes im Sinn. Ich wollte mir nicht meine Belohnung abholen. Ich wollte jemanden bestrafen. Irgendwo Karten? Mitglieder unserer Spitzensportlerfamilie. Miles Benton. Helen Moore. Ziegler. Copy. Oh ja, John, dir geht dasselbe durch den Kopf wie mir gerade. Aber was wäre, wenn Tim Thorpe etwas mit Mitchells Machenschaften zu tun hätte? Mr. Blacksad? Mr. Thorpe wird später als erwartet hier eintreffen, aber er besteht darauf, Sie zu sehen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Sicher. Solange Sie mir helfen, nicht vor Langeweile zu sterben. Das gehört zwar nicht zu meinen offiziellen Aufgaben, aber... Brüste! Wenn ich Ihre Feldzeichnung hätte, wäre ich dann noch der gleiche? Hätte ich einen anderen Namen? Muss hier das Buch sein.
Alle Termine stehen in seinem Kalender. Was wäre, wenn Simsorp etwas mit Mitchells Machenschaften zu tun hätte? Nice. Wenn mich mein Bauchgefühl nicht trügt, dann müsste ein Meeting mit Mitchell irgendwo in Thorps Kalender vermerkt sein. Wie lange arbeiten Sie schon für Tim Thorpe? Fast 3 Jahre. Und ich hoffe, das ist was Langfristiges. Sind in der Agentur in letzter Zeit seltsame Dinge passiert? Nicht während ich Dienst hatte. Das vielleicht seltsamste, was ich bislang erlebt habe, ist ein gelangweilter Detektiv, der mich mit Fragen löchert. Also entweder weicht sie aus oder sie weiß wirklich nichts. Nun, wissen Sie, ich habe da ein Problem. Um berechnen zu können, wie viel Mr. Thorpe mir noch schuldet, muss ich wissen, an welchem Tag ich angefangen habe, den Fall zu bearbeiten. Aber das weiß ich nicht mehr. Haben Sie das zufällig irgendwo notiert? Also ich hatte da jedenfalls keinen Dienst, sonst würde ich mich daran erinnern. Lassen Sie mich mal sehen. Sag mal. Verlängerungslupianik. Lunch mit Governor. Miles Benton, Kongressabgeordneter Wallace. Dylan Gomez oder Kams und Lynch mit Paul Rossenberg. Beides abgesagt scheinbar. Flug LA, Meeting mit Millard Smith, Hospital. Wegen Bobby, ne? Da haben wir nur eine Seite. Meeting mit Bobby Yale abgesagt. Meeting mit Rick McNeil und Meeting mit Claude Hinnekem. Also alles eher unwichtig. / Bobby Yale. Joe Dunn, kein Termin. Was? Dunn war 2 Tage vor seinem Tod noch hier? Warum hatte Thorpe das nie erwähnt? Tut mir leid, aber Ihr Name steht hier nicht. Warten Sie, mir fällt da gerade was ein. An dem Tag, an dem ich hierher gekommen bin, kam Joe Dunn gerade aus der Tür. Also, nein, Sie hatten keine Termine. Wobei, vielleicht habe ich vergessen, Sie aufzuschreiben. Mr. Dunn, der normalerweise sehr freundlich ist, verließ uns wutentbrannt. Er hat sogar Mr. Thorpes Tür zugeknallt. Gut, jetzt weiß ich, dass ich in Thorpes Büro hinein muss. Und verabschiedet hat er sich auch nicht. Ja, genau das war der Tag. Sie erinnern sich nicht an mich, weil ich dann gefolgt bin, als er hier herausgestürmt kam. Ich bin ja selbst nicht reingekommen. Natürlich. Das erklärt alles. Keine Frage. Also, da Mr. Thorpe so bald ja nicht hier auftauchen wird, vertrete ich mir mal ein wenig die Beine. Muss ja in Form bleiben. Die geht schon mal nicht mit. Komm schon, Thorpe. Sag mir, dass dein Büro noch eine Hintertür hat. Denk doch einen Plan. Ja, vom Konferenzraum.
Wo ist der Konferenzraum? Soll ich Smirnoff anrufen? Vielleicht sollte ich diesmal die Smirnoff-Karte ausspielen. Bin eh sauer auf mich selbst, dass ich Weekly und Smirnoff nicht angerufen habe. Aber ich wusste tatsächlich nicht, wo ich das machen soll. Smirnoff wusste nicht, was er davon halten sollte. Er bat mich, auf mich aufzupassen und ihn sofort anzurufen, sobald ich neue Erkenntnisse habe. Und er sagte mir noch, dass Gil endlich ausgepackt hatte. Er stritt ab, die Kellertür versperrt zu haben. Und er gab an, die LKW-Tür habe sich geöffnet. Doch er habe einen Schlag auf den Kopf bekommen, als er auszusteigen versuchte. Er sei dann von der Polizei neben der Kellertür gefunden worden. Offensichtlich hat die gleiche Person, welche die Tür versperrte, ihn auch dorthin getragen. Komme ich in diesen Meeting-Room? Nee. Und hier ist das Büro, ne? Ja. Guck mal, was mit diesem komischen Set hier auf sich hat. Wenn Weekly hier wäre, müsste ich ihm die Hände auf den Rücken fesseln. Na, was haben wir denn da? Katzen haben keine Höhenangst. Ich kenne sowas gar nicht. Sei froh, ich drehe ja schon auf der Leiter durch. Dritte Sprosse. Meiner Erfahrung nach stinken Sachen zum Himmel, die zuerst richtig gut aussehen. Natürlich. Ach du Scheiße. Warum überrascht mich das? Bei jedem Fall gibt es diesen einen Punkt, an dem jede einzelne Spur im Sande zu verlaufen scheint. Und man muss wieder zurück an den Anfang, um der richtigen Spur zu folgen. Lieber nicht. Könnte mit dem Telefon am Empfang verbunden sein. Was? Schützenverein? Ich fass es nicht. Ernsthaft jetzt? Irgendwie seltsam, dass hinter einem Schreibtisch kein Bürostuhl steht. Bis einem dann einfällt, dass hier ein Rollstuhlfahrer arbeitet. Korrekt. Doch eine seiner Stärken, die Präzision seines Wurfes,
Ich habe mir den Spitznamen Eisenarm zu Beginn meiner Laufbahn verdient. Ich habe den Ball mit 93 km/h geworfen. Und doch war Präzision, keine mehr. Tun dann der Ball immer, wohin er wollte. Mein Coach, der große Geoffrey Sachs, hat... Also arbeitete ich hart. Ja. In Pearl Harbor. Ich habe mich sofort freiwillig gemeldet und kam zur Air Force, nachdem ich einen Kameraden im Gefecht verloren hatte. Wie ein anderer schwer verwundet wurde, bat ich um meine Versicherung. Ich wurde Scharfschütze. Ich sollte das hier eigentlich nicht sagen, aber ich gehörte zu den. Und zwar nur dank meiner Präzision. Nein, dank Geoffrey Sachs. Ich frage mich, wie viele Amerikaner dieser Mann mit meinem Arm gerettet hat. An dieser Stelle ist Tim Thorpe fast zu Tränen gerührt und bittet mich um eine Pause. Es ist erschütternd zu sehen, wie ein Sportler und Soldat, ein Mann, der für seine Präzision und sein Können mit der Medal of und den Spitznamen Chirurg von seinen Kameraden bekam. Das kann nicht sein. Ich meine, das könnte ein Zufall sein, aber nein. Thorpe kann nicht gehen und sitzt im Rollstuhl. Mitchells Drogen helfen, physische Grenzen zu überwinden. Das probiere ich jetzt aus. Das ist ja unfassbar. Pillenfläschchen. Moment mal. Was wäre, wenn Grüns Drogen Thorpe beim Laufen helfen würden? Ein Scharfschütze hat Randall Lee getötet. Mitchells Drogen. Wäre, wenn Thorpe laufen könnte. Man hat ihn den Chirurg genannt. Huhu! Natürlich. Es war weder Mitchell noch Gil. Es war Thorpe, der Randall im Krankenhaus erschossen hat. Der hört gar nicht mehr auf. Chirurg und Chirurg. Genau. Thorpe steckt hinter dieser ganzen Drogensache. Alles passt zusammen. Und doch kann ich schon hören, wie Smirnoff mir sagt, dass ich keine zwingenden Beweise habe. Was ist, wenn ich Thorpe eine Falle stelle? Aber wie? Dieser Thatcher-Look. Ich muss Thorpe in eine Falle locken. Thorpe hat eine Waffe in seiner Schreibtischschublade. Ja. Nein, 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 genau. Genau. Wir zwingen ihn dazu aufzustehen. Ha! Sollte ich Thorpes Waffe vielleicht dorthin legen und ihn bedrängen, damit er aufstehen muss, um sie zu holen? Genau. Die Show würde schon bald beginnen. Ich brauchte nur ein Publikum und etwas Geduld. Hör auf! Sollen wir dich mal Kiel holen, du Leichtmatrose? Wie albern du doch bist. Du willst wohl Haifutter werden, oder? Oh, Blacksat. Jetzt habe ich aber ein furchtbar schlechtes Gewissen, dass ich sie aufwachen lasse. John!
Wissen Sie, es gab da eine Meuterei an Bord, also... Auf! Sie sehen ja, was ich meine. Also schön. Steuerfrau, in die Kabine mit dir! Vorwärts! Ei, ei, Captain. Kommen Sie, Blacksat. Julie, ich möchte von niemandem gestört werden. Schätzchen, wartest du bitte im Sitzungssaal auf mich? Aber... Es dauert doch nicht lange. Ich denke, du hast schon genug gelitten. Na gut. Und überleg dir schon mal, wo wir heute Abend essen wollen, okay? Wissen Sie, ich werde Sie nicht dafür bezahlen, dass Sie den Fall gelöst haben. Schön. Die Wahrheit ist, dass ich ihn nicht gelöst habe. Nein, so ist es nicht. Sie kriegen jeden Penny, wie vereinbart. Und noch mehr. Aber nicht, weil Sie den Fall gelöst haben, sondern für Sie. Vor 2 Tagen wollte sie alles hinschmeißen. Das College verlassen, den Boxclub verkaufen. Es war einfach alles zu viel. Doch dank ihrer unglaublichen Arbeit ist alles wieder ins Lot gekommen. Naja, vielleicht nicht alles. Es braucht Zeit, über so etwas hinwegzukommen. Doch immerhin will Sonja dank ihnen glücklich werden. Sie hat Hoffnung. Ich werde ihr dabei helfen, Dunce Gym zum besten Boxclub der Stadt zu machen. Wer hätte das gedacht, was? Ich freue mich für sie. Sie hat eine Menge durchgemacht. Und wenn ich ehrlich bin, war ich mir nicht sicher, ob sie es schaffen würde. Nun, noch hat sie es ja auch nicht. Aber das wird schon. Wie auch immer, zurück zum Fall. All die Leute, mit denen sie es zu tun bekommen haben. Gil, der deutsche Doktor, selbst Mitchell. Ha, den hätte ich niemals im Verdacht gehabt. Haben die irgendwas gesagt? Warum haben die das getan? Haben die irgendwelche Komplizen erwähnt? Die haben einen gewissen Chirurgen erwähnt. Ein Chirurgen? Wissen Sie vielleicht, wer das sein könnte? Ich bin mir sicher, das ist für Sie keine Überraschung, aber Angus Mitchell war das höchstpersönlich. Sie haben mich sogar auf seine Spur gebracht, als Sie mir gesagt haben, er sei ein Doktor. Klar. Ja, natürlich. Ich bin froh, dass ich Ihnen helfen konnte. Wobei, wissen Sie, trotz aller Hochachtung für Joe und Sonja, diese Tortur, die geht mir wirklich an die Nieren. Ich kann Ihnen da nicht ganz folgen. Wie meinen Sie das? Ich verdiene mit dem Sport meinen Lebensunterhalt. Wissen Sie, wie viele der Sportler, die in dieser Sache involviert sind, einen Deal mit mir haben? Woher wissen Sie das? Was? Ach, Moment. Sonja hat's Ihnen gesagt. Ja, stimmt. Sonja hat's mir gesagt. Witzig. Ich hab's Sonja nie erzählt. Nun, wissen Sie, wie viele der Sportler, die in diese Sache involviert sind, einen Deal mit mir haben? Ich glaube, ich habe da so eine Ahnung. Bislang schreiben die Zeitungen nur von Leichen unten an den Docks und einem illegalen Labor. Kein Wort zu den Sportlern. Doch wenn das rauskommt, könnte die Zukunft dieser Agentur auf dem Spiel stehen. Ganz zu schweigen von Sonja und dem Boxclub. Dürfte ich Sie um Diskretion bitten? Ich sag's ja nur ungern, aber Ihre Zukunft steht bereits auf dem Spiel. Was soll das heißen? Ich war noch nicht ganz ehrlich zu Ihnen. Ich weiß, dass Sie der Chirurg sind. Ein Journalist hat's mir erzählt. Klingelt da was? Ich bin mir sicher, dass Sie gute Absichten haben. Doch Sie irren sich. Wieso glauben Sie das denn? Dafür muss es doch einen Grund geben.
Ja, voll rein. Ich weiß, dass Sie Randall Lay befohlen haben, Joe Dunn umzubringen. Und Sie haben versucht, Bobby Yale anzuschwärzen, der erst kürzlich von Ihrer medizinischen Betreuung Abstand genommen hat. Joe war mein Freund. Kapieren Sie es denn nicht? Ich weiß, dass Sie mal ein sehr guter Scharfschütze waren. Und ich denke, dass Sie das waren, der Randall Lay im Krankenhaus erschossen hat. Haben Sie mich mal angesehen, Blackheart? Wie sollte ich das denn wohl anstellen? Ich habe Sie angeheuert, damit Sie diesen verdammten Fall aufklären. Glauben Sie, ein Mörder würde so etwas tun? Nur weil Sie geglaubt haben, ich schiebe alles auf Bobby Yale und gebe den Fall auf. Doch als mir klar wurde, dass hier etwas nicht stimmt, haben Sie Randall Lay und Gill geschickt, um mir Angst einzujagen. Und als all das nichts gebracht hat, haben Sie Lay befohlen, mich umzulegen. Sie gehören zu der Sorte, die ihre Beute nicht mehr loslassen, was? Ich denke, das habe ich nur mehr als deutlich gemacht. Versetzen Sie sich mal für einen Moment in meine Lage. Sie sind ein vielversprechender Footballspieler, der gerade erst aus dem Krieg zurück, aber immer noch ein Niemand ist. Der Mann, den Sie gerettet haben, ist so nett, sein Haus für Sie zu öffnen. Dieser Mann hat immer noch nicht den Tod seiner Frau überwunden. Er arbeitet jeden Tag in seinem Boxclub und nachts trinkt er sich in den Schlaf. Also sind Sie derjenige, der praktisch seine Tochter großzieht. Sie schenken ihr ihren allerersten Rechenschieber. Tja, Sie ermutigen sie, sich weiterzubilden. Sie trösten sie, wenn sie ihre geliebte Mutter und den Vater vermisst. In der Zwischenzeit startet ihre Karriere als Sportler durch. Das Leben ist gut. Bis sie eines Tages, wie aus heiterem Himmel, durch einen schrecklichen Unfall zum Krüppel werden. Ein alter Freund, Mitchell, sagt ihnen, er kenne da jemanden, der ihnen helfen könne. Einen deutschen Doktor. Seine Drogen brauchen ihre Zeit, um zu wirken, aber sie wirken Wunder. Sie können kurze Strecken wieder gehen, nach und nach. Und diese Strecken werden im Laufe der Zeit immer länger. Doch die Drogen sind alles andere als billig. Sie müssen einen Weg finden, für den Stoff zu bezahlen. Stimmen Sie mir zu? Also haben Sie angefangen, Drogen an Sportler zu verkaufen. Dann haben Sie eine Werbeagentur gegründet, um genau diese Sportler anzuheuern. Die Drogen verbesserten Ihre Leistungen und Sie konnten bessere Anzeigendeals herausschlagen. Das perfekte Geschäftsmodell. Ihr erster Klient? Craig Spano. Er steckte gerade in einem Karrieretief, also? War er das Versuchskaninchen für Ihre neue Geschäftsidee? Doch als sich erhebliche Nebenwirkungen zeigten, haben sie ihn rausgeschmissen. Sie hatten Angst, dass er auspackt. Also haben sie versucht, ihn umzulegen. Deshalb hat er sich versteckt. Von da an lief ihr Laden wie geschmiert. Sie gaben sich sogar der Illusion hin, unantastbar über dem Gesetz zu stehen. Bis Joe dann von der Sache Wind bekam. 2 Tage vor seinem bedauerlichen Tod kam er bei ihnen vorbei. Das reicht jetzt! Hören Sie auf! Ich weiß nicht, ob ich über dem Gesetz stehe. Aber darunter stehe ich weiß Gott nicht. Wissen Sie, wie viel Macht ich habe? Mit welchen Leuten ich Tag für Tag zu speisen pflege? Ich könnte sie erschießen.
an Ort und Stelle. Und rein gar nichts würde mir geschehen. Mit der Knarre in ihrer Schublade. Ich fürchte, daraus wird leider nichts. Ich habe sie außer Reichweite gelegt. Für den Fall, dass sie meine Verdächtigungen bestätigen, Eisenarm. Und jetzt, wenn sie entschuldigen, habe ich eine Verabredung mit der Polizei. Ich lasse nicht zu, dass mir irgendwer nochmal das Leben ruiniert. Sonja und ich, wir haben uns eine Zukunft verdient. Sie können jetzt reinkommen, Kommissar Smirnov. Timothy Wilson Thorpe, lassen Sie Ihre Waffe fallen. Sie sind hiermit verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Sollten Sie sich keinen leisten können, wird Ihnen einer gestellt. Mr. Thorpe. Das war zu knapp, Mann. Sonja Dunn. Sie sind verhaftet wegen des Mordes an Timothy Wilson Thorpe. Sie haben das Recht zu schweigen. Sie können von Ihrem Recht Gebrauch machen, die Aussage zu verweigern. Seien Sie still. Sonja sollte niemals auch nur einen Fuß in ein Gefängnis setzen. Blackset, nicht. Sie wissen doch ganz genau, dass Thorpe niemals in den Knast gekommen wäre. Der hätte seine Beziehung spielen lassen und der Fall wäre aus Mangel an Beweisen abgewiesen worden. Oder noch schlimmer, man hätte die Sache jemand anderem angehängt. Nein, das würde niemals funktionieren. Wie sollen wir das vertuschen? John? Ich stecke die Kugeln wieder zurück in die Waffe. Thorpe hat auf mich gezielt. Aber Sonja war schneller. Wir tun das Richtige, Kommissar. John, warum mache ich mir immer die Hände schmutzig, wenn ich in Ihrer Nähe bin? Oh, so gut. Oh, die Mary. Nach allem, was ich zugetragen hatte, war der Kampf das Letzte, was mich noch interessierte. Würde Yale vor dem Kampf Drogen nehmen? Würde Stone ihn gewinnen lassen? Ich hatte alles in meiner Macht Stehende getan, damit sich die Dinge nach meinem moralischen Kompass entwickelten. Ob irgendjemand auf mich hören würde, war eine ganz andere Sache. Denn ganz gleich, was man uns auch sagt, was wir tun, bestimmt nicht immer unsere Zukunft.
Mein moralischer Kompass. Als ob ich wüsste, was das ist. Ich wusste nicht mal, was ich von meiner Arbeit an diesem Fall überhaupt zu halten hatte. Hatte ich ein reines Gewissen? Würde ich mich wieder so entscheiden, wenn ich die Chance dazu hätte? Doch, das gefällt mir. Das ist ein schönes Ende. Das gefällt mir wirklich gut. Ja, ich gebe ja immer Applaus eigentlich. Mache ich auch an dieser Stelle, auch wenn es mir sehr schwer fällt zwischendurch. Also storytechnisch hätte es nicht weitergespielt, wenn mich die Story nicht so interessiert hätte tatsächlich. Weil technisch ist das dann doch schon, puh, war es zwischendurch echt übel. Und leider ging das auch ins Gameplay über, aufgrund der Ladezeiten und der Verzögerung. Gerade bei Quicktime-Events ist das nicht gut, Leute. Aber wie gesagt, Story war absolut cool. Ging straightforward, wurde immer steiler, wurde immer verwobener. Gut, am Ende, wo ich dann da bei Thorpe die Sportler an der Wand gesehen habe, dachte ich, okay. Aber das war dann doch ein gutes Finale, so. Ja, gerne mehr davon. Das Universum ist toll. Also wirklich, da kann man gar nicht gegen meckern. Gegen Black Set und seine Antro- Morphen Kollegen hier, also wirklich richtig, richtig geil. Hat so eine gewisse Düsterheit, Finsternis, hätte ich fast gesagt. gerne mehr davon, also, ne? Aber ein bisschen ausgereifter. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat dieses Let's Play gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Bunker One.